Die Baselworld 2017 ist mit viel Spannung erwartet worden, weil das letzte Jahr 2016 kein gutes war für die Uhrenbranche. Es war eine ziemlich starke Krise, die auch noch nicht vorbei ist. Aber wenn man sich hier in den Hallen umschaut, ist niemand bereit, über eine Krise zu sprechen. Es ist interessant zu sehen, wie die Uhrenfirmen darauf reagieren. Was man beobachten kann, gerade bei den großen, starken Marken, ist, dass sie Modelle aus der Vergangenheit, aus ihrer eigenen Geschichte zitieren, wieder neu auflegen. Dabei hilft, dass es eine Reihe von Jubiläen gibt dieses Jahr. Es gibt bei Omega gleich 3 Jubiläen. Im Zentrum steht 60 Jahre Speedmaster, aber auch die Railmaster und die Seamaster 300 kamen vor 60 Jahren zum ersten Mal auf den Markt. Omega hat verschiedene Jubiläumsmodelle herausgebracht, die unglaublich erfolgreich zu sein scheinen. Es hat schon einen Händler gegeben am allerersten Tag, der wütend den Omega-Messestand verlassen hat, weil er zu wenige Modelle seiner Meinung nach bekommen hat. Auch Patek Philippe feiert 20 Jahre Aquanaut, Longines feiert 185 Jahre, hat eine sehr schöne Sonderedition der Lindberg herausgebracht. Tag Heuer hat mit der Autavia ein Modell wieder aufgelebt, was in den 70er Jahren sehr erfolgreich war und was in den letzten Jahren auch unter Sammlern sehr begehrt war. Aber man versucht nicht nur in der Geschichte zu bleiben, sondern man orientiert sich natürlich auch auf die Zukunft und das wiederum machen alle Marken ganz unterschiedlich. Da wird an technischen Details gearbeitet, wie bei Patek Philippe, Stichwort Advanced Research. Da gibt es Smartwatches, neue Smartwatches von Tag Heuer, die Connected Modular, eine Smartwatch, die man zusammensetzen kann aus verschiedenen Teilen. Man kann ein Gehäusemodul verbinden mit verschiedenen Bändern und Hörnern, sich das selber zusammenstellen. Das ist ein spannendes Konzept. Einen ganz anderen Weg geht Longines. Die haben eine noch präzisere Quarzuhr gebaut, die jetzt statt 10 nur noch 5 Sekunden falsch geht im Jahr und die verschiedene andere Features hat, zum Beispiel gegen magnetische Einflüsse geschützt ist oder gut auf diese reagiert. Was ich auch sehr interessant fand, war Hublot. Die haben ein Jubiläumsmodell einer anderen Art gemacht, denn nicht Hublot selber hat Jubiläum, sondern Ferrari feiert 70 Jahre. Es gibt eine enge und lange Zusammenarbeit zwischen Hublot und Ferrari. Und Hublot hat nicht einfach eine Jubiläumsuhr für Ferrari kreiert, sondern sie haben es zusammen mit Ferrari gemacht. Der Ferrari-Designchef Manzoni hat selber diese Uhr designt und sie auch hier auf der Messe vorgestellt. Die Uhr heißt TechFrame, ist also keine typische Hublot, sondern kommt in einem anderen Gehäuse. Und was auch sehr spannend ist, ist ein Weltrekord, den Bulgari aufgestellt hat. Sie zeigen nämlich auf dieser Messe die flachste Automatikuhr der Welt. Und bei Omega, das ist jetzt nichts Neues mehr, die zertifizieren immer mehr ihre Uhren als Masterchronometer. Das sind also Uhren, die komplett magnetfeldgeschützt sind, die durch ein unabhängiges Schweizer Institut geprüft werden. Das wird in ein paar Jahren alle Omega-Uhren, alle mechanischen Omega-Uhren umfassen, dieses Konzept. Zenit hat ein neues Chronographenkaliber herausgebracht, El Primero 21. Das ist in der Lage, unter anderem eine Hundertstel Sekunde zu stoppen, ist auch geschützt gegen Magnetfelder und gegen Temperaturschwankungen. Also da sieht man, dass die Hersteller einfach versuchen, gute Produkte zu liefern, die Emotionen bieten auf der einen Seite, weil sie auf eine interessante Weise mit der Vergangenheit verknüpft sind oder eine interessante Geschichte erzählen können. Und auf der anderen Seite spielt die Technik eben eine sehr große Rolle. Man will einfach Uhren bauen, die noch besser sind, noch zuverlässiger sind. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Konzept für große, starke Marken. Es ist aber auch so, dass in den Zeiten der Krise Marken, die nicht so gute Konzepte haben und nicht so gute Ideen haben, die werden es sicherlich schwer haben. Und das werden wir im Laufe des Jahres 2017 sehen. Und ich persönlich bin schon gespannt zu sehen, wie die Branche sich weiterentwickelt.